Willkommen auf meinem Kanal Streampunk, Leute, Leute, Leute. Ja, ich habe heute mal wieder ein tolles Thema gefunden. Ihr wisst ja, ich bin immer ja sehr interessiert. Ich habe ja nun hier in meiner Kanalbeschreibung auch das die Beschreibung, dass ich ein Online-Pastor bin. Und ja, das rührt im Grunde daher, dass Ungerechtigkeit mich wirklich umbringt. Mich wirklich umbringt. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder erfahre, dann geht's mir schlecht. Und da muss ich was dagegen tun. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es mir seit 21 Monaten geht. Aber ich weiß, es geht vielen von euch da draußen auch so. Und natürlich ist dieses Thema auch so ein bisschen ja allumfassend, kann man sagen. Es betrifft ja viele verschiedene Bereiche unseres alltäglichen Lebens. Und ein weiteres Beispiel, wie man uns von oben bis unten belügt, habe ich heute Morgen gefunden bei NTV. Und zwar dreht es sich hier um unsere Lebensmittelqualität. Foodwatch ist eine Organisation, die sich darum kümmert, dass man uns nicht verarscht. Und hat halt aufgedeckt, in welchen Lebensmitteln Ölrückstände stecken. Diese Ölrückstände kommen wahrscheinlich vom Verarbeitungsprozess, wie wir alle hoffen. Ja? Hier steckt überall giftiges Mineralöl drin. Werdet ihr sagen, Mineralöl, also das Öl von der Tankstelle, was ich in meinen Wagen fülle? Ja. Keine Umschweife. Ja. Öl ist derzeit ein teures Gut. In einigen Lebensmitteln ist es jedoch gratis zu haben. Was einigermaßen besorgniserregend ist, alleine einigermaßen hier wieder. Mainstream-Praktikant hat wieder zugeschlagen. Foodwatch findet also gesundheitsgefährdendes Mineralöl etwa in Brühwürfeln und Nuss-Nougat-Cremes. Die Verbraucherorganisation fordert einen EU-weiten Grenzwert. Viele Lebensmittel sind mit gefährlichen Mineralölständen belastet, wie ein europaweiter Labortest der Verbraucherorganisation Foodwatch zeigt. Für die aktuelle Untersuchung wurden 152 Produkte aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Niederlanden in zwei verschiedenen Laboren untersucht. Ergebnis: In 19 Produkten wurden Mineralölstände nachgewiesen. So, das ist jetzt das absolut Interessanteste. Es wird nicht nur gesagt, ja, in der Milch oder in dem oder das oder hast du nicht gesehen, sondern pass auf, es geht los mit einer Premium-Marke wie Nutella. So. Ich meine, unabhängig von dem Zuckerwert und dem Palmöl, dem Palmfett, was da drin ist, wir haben hier oben, das Glas ist hier ja auch aufgeführt, hier oben rechts. Ich meine, bei wie vielen Familien steht Nutella auf dem Frühstückstisch? Ja, gesund für Kinder wird in der Werbung gesagt, ja. Und jetzt stellt sich heraus, in Nutella befinden sich Mineralölrückstände. Das nächste ist Nusspli, Nuss-Nougat-Creme. Vielleicht kennt ihr die auch. Das ist im Übrigen bis heute, beziehungsweise bis zu dem Artikel, meine Lieblings-Nuss-Nougat-Creme gewesen. Ich habe einmal im Jahr mir dieses Ding geholt und dann mal irgendwie verwertet, wenn ich mal Krebs für mich gemacht habe oder so. Bei Nusspli, das ist das Besondere, die verwenden keine Nüsse, sondern Mandeln. Und das bringt dieser Nuss-Nougat-Creme einen besonderen Geschmack. Hier unten ist der Becher zu sehen. Das ist das Nusspli. Ja, Mineralölrückstände. In Lebensmitteln, die für Kinder beworben werden. Dann werden hier noch Brühwürfel und Bratensoße von Knorr genannt. Aha. Brühwürfel, das sind dann diese hier, und Bratensoße, das ist dann das hier, ja? Aha, okay. Also was wir alltäglich, also zum Frühstück werden wir vergiftet, unsere Kinder vor allen Dingen, und dann zum Mittag oder zum Abendbrot, wenn Mama ganz gut kocht, dann werden wir weiter vergiftet, oder was ist da los? Und die machen sich die Taschen voll mit unseren Umsätzen, und was mich am meisten nervt, ist einfach, ich esse kein Nutella, nein, und das gehört auch nicht auf meinen Frühstückstisch, überhaupt nicht. Als Kind gab es mal 2, 3 Gläser Nutella, ja, wenn ich mich daran erinnere, aber mein Favorite war es, als Kind nie, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern, auch wenn ich mal mit dem Löffel reingegangen bin. Aber das waren dann eher die Aldi-Sorten, haben trotzdem gut geschmeckt. Aber hier so ein hochpreisiges Produkt, ja, bei Nutella, was kosten die Gläser? 3 Euro? 4 Euro? Ja, da ist Mineralöl drinne. Und der Boss von Nutella, der trägt eine goldene Kette. Und am Wochenende lachen die alle über uns, wie sie uns verarschen können. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Und ich habe so oft schon in meinen Videos gesagt, Konsumverzicht. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Firmen, 3 Firmen,
Nutella kommt, glaube ich, von Ferrero. Boykott. Ja, denn was in Nutella drin ist, wird auch in den ganzen Süßigkeiten drin sein. Denk mal an Ferrero Süßigkeiten jetzt zum Sommer, zum Weihnachten. Und Nusspli natürlich auch. Und Knorr können wir auch vergessen in Zukunft. Denn wenn hier Mineralölrückstände drin sind, sind hier auch Mineralölrückstände drin. Hier auch, hier auch, hier auch, überall. Also Knorr, Ferrero und Zentis streichen. Neben Milka und Nestlé natürlich. Genau, also so gehe ich tatsächlich einkaufen. Ihr werdet lachen, aber das mache ich. Ja, wir haben hier so einen Penny um die Ecke und ich finde den ganz nett. Die haben ja wie jeder Laden auch immer auch günstige Auswahlprodukte, aber muss man ja nicht immer. Aber was sich hier zeigt zum Beispiel, sind nur die hochpreisigen Produkte, die hier vergiftet sind. Ja. Und das Krasseste ist eigentlich, Foodwatch sagt, die Produkte müssen sofort öffentlich zurückgerufen werden. So gefährlich sind die. Diese Produkte grundsätzlich, nicht nur das eine Glas, sondern diese ganzen Produkte, diese Produktlinie, diese Produktpalette, die muss zurückgezogen werden. So gesundheitsschädlich ist das. Das ist nicht zu fassen. Als Nachweisgrenze gilt dabei in den allermeisten Produkten ein Wert von 0,5 Milligramm pro Kilogramm. Die Kontaminationswerte reichen bei dem Test von 0,63 Milligramm bei Bio-Nuss-Nougat-Aufstrich aus Belgien bis zu enormen 82 Milligramm in Knorr-Bratensaftbasis aus Deutschland. Knorr-Bouillon-Würfel des Herstellers Unilever wurden in mehreren Chargen in den 5 Ländern als stark mit MOAH kontaminiert identifiziert. Bei der Schokocreme Nutella von Hersteller Ferrero war eine Charge aus Deutschland mit 2,3 Milligramm Öl verunreinigt. In den anderen Chargen war der Stoff hingegen nicht nachweisbar. Oh, okay. Dann können wir hier ein bisschen Druck rausnehmen, aber immerhin Chargen, das sind Produktionschargen wahrscheinlich von einem Tag oder wenn wir Pech haben von einer Woche. Das sind also Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Gläsern. Und das ist natürlich auch heftig. Mineralöl, ja, ist nicht gesund, ist ja giftig. Nein, möglicherweise krebserregend und erbgutschädigend. Aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe, kurz MAOH, sind Überbleibsel aus Erdöl. Die Substanzen können krebserregend sein oder das Erbgut schädigen. Weshalb solche Rückstände selbst in kleinsten Mengen nicht in Lebensmitteln enthalten sein sollten. Neben Maschinen bei Ernte und Verarbeitung kann auch die Verpackung der Grund für die Mineralölverunreinigung sein. So erhalten zum Beispiel Verpackungen aus Altpapier oft Mineralöle aus Druckfarben, die auf Lebensmittel übergehen können. Ja, meine Lieben, das mal zum Thema Lebensmittelqualität und Verarschung und wie es denn weitergeht. Ja, das als Hinweis mal, wenn ihr morgen wieder unterwegs seid, denkt daran, ja. Gut, hier wurde gesagt, ich bin also auch kein Freund von Panik. Ich will es euch nochmal ganz kurz zeigen. In den anderen Chargen war der Stoff hingegen nicht nachweisbar. Okay, nun wollen wir da nicht so kritisch ins Gericht gehen mit den Firmen. Trotz alledem kann es eben sein, dass ihr ein Glas erwischt, wo eben Mineralölrückstände nicht zu finden sind, oder ihr erwischt ein Glas mit 2,3 Milligramm pro Kilogramm MOAH, wobei der Richtwert hier bei 0,5 liegt. Also sind wir hier fast schon beim Fünffachen. Ja, das nur mal so für euch zum Mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Thema auch ein bisschen gefallen. Ich finde das mal ganz interessant. Wir werden noch ein paar andere Themen noch mit reinnehmen demnächst. Jetzt würdet ihr sagen, geopolitische Themen, was will der Streampunk denn? Das sind interessante Sachen zum Thema Neue Seidenstraße, habe ich auch interessante Sachen gefunden. Hinzu gehört zum Beispiel Hyperloop, wer das schon mal gehört hat. Das sind interessante neue Techniken, die da kommen. Warum der Chinese innerhalb von 8 Stunden mit seinen Waren in Zukunft in Europa sein kann. Und ob das nicht vielleicht auch sowieso der Grund dieses ganzen Irrsinns ist, den wir seit 21 Monaten erleben. Das erkläre ich euch mal in einem anderen Video. Für heute bedanke ich mich auf alle Fälle fürs Zuschauen, für euren ganzen Support. Like das Video, dann wird das gut verteilt auf YouTube. Kommentiert das Video, dann wird dieses Video auch auf YouTube gut verteilt auf YouTube. Und teilt das Video, dann wird es auch außerhalb von YouTube
schön verteilt, wenn euch dieses Video gefällt. Oder wenn ihr euren Freunden und Verwandten einfach mal einen netten, informativen YouTube-Kanal vorstellen wollt. Ja, schreibt mir auch gerne eure Gedanken dazu, was ihr so zu dieser Lebensmittelgeschichte sagt, was ihr davon haltet. Ich finde, ist grundsätzlich für die Zukunft wichtig. Ich bin sowieso ein Typ, der so auf Lebensmittel schaut. Nicht, dass man bei mir immer nur Bio-Kartoffeln kriegt oder so, das nicht. Ich muss natürlich auch immer ein kleines bisschen auf den Euro schauen. Aber es gibt da interessante Philosophien, wie ich zum Beispiel auch kein Billigbrot und kein Billigbrötchen mehr kaufe. Ich kaufe das wirklich nur noch beim Bäcker. Wir haben hier bei uns im Ort einen Bäcker, der gute Sachen liefert. Und ja, da kannst du zum Beispiel dir ein gutes Mischbrot holen und nimmst davon aber nicht zu. Ja, auch wenn du dir Camembert-Käse drauf machst. Das sind Erfahrungen, die habe ich in den letzten Wochen und Monaten gesammelt. Da kann ich vielleicht in Zukunft auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Vielleicht habt ihr auch Tipps, schreibt das in die Kommentare. Ja, liebe Leute, was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner. Was ich aber ganz sicher weiß, ist, wir sehen uns auf diesem Kanal auf jeden Fall wieder.